Hallo Freunde des Rechts, eine Menge ist an dem Wochenende passiert. Eine große Demonstration sollte das Ende aller Corona-Maßnahmen bedeuten. Die Demonstration war am Schluss nicht ganz so groß, durchaus gewalttätig an verschiedenen Stellen, wo sich Polizei und Demonstranten gegenseitig die Schuld zuweisen. Wir haben noch ein paar andere Themen. Der Herr Schiffmann hat immer noch 700.000 Euro auf seinem Konto im Moneypool und sagt, er weiß ganz genau, wo das eines Tages hingeht. Das schauen wir uns an. Und dann gibt es einen anderen Arzt, Dr. Fichtner, der sagt, demnächst würde Herr Stauffenberg wieder aktiv werden, beziehungsweise seine Taten werden unvermeidbar sein. Wie ist das juristisch zu bewerten? Und dann haben wir jede Menge Holocaust-Relativierungen an dem Wochenende, aber auch in den sozialen Netzwerken vorher gehört. Und da hat die Staatsanwaltschaft in München, Generalstaatsanwaltschaft München, eine neue Linie. Fangen wir mit dem letzten Thema an. Holocaust-Relativierung hatten wir schon öfter auf diesem Kanal diskutiert. Und das war immer wieder die Frage, kann das sein, dass Querdenker Masken und Impfen mit dem Holocaust vergleichen? Hier in Würzburg sagte ein Busfahrer, das wäre der Holocaust 2.0, und er vergleicht an der Stelle also den Holocaust und das Impfen und stellt beides auf die gleiche Stufe. Und bisher war die Rechtsprechung dazu so, wenn sozusagen der Holocaust und etwas anderes verglichen wird und dabei nicht der Holocaust verniedlicht, verkleinert, verharmlost wird, sondern einfach nur das andere dramatisiert wird, dann soll das nicht nach 130 StGB strafbar sein. Also derjenige, der einfach nur sagt, die Maske ist so schlimm wie ein Holocaust, der stellt nicht in Abrede, dass auch der Holocaust schlimm war. Er sagt nur, dass die Masken genauso schlimm sind. Und da hat jetzt die Generalstaatsanwaltschaft München gesagt, nee, wer so etwas gleichsetzt, kann damit nicht den Holocaust in seiner Tragweite stehen lassen. Er relativiert, so heißt es ja im Grunde genommen auch, den Holocaust dadurch ebenfalls, er verkleinert ihn. Und die Rechtsprechung, die bisher dazu ergangen ist, ist nicht unbestritten. Ich hatte das auch in einem Video vor einigen Monaten schon mal gesagt, dass man das durchaus anders vertreten kann. Und jetzt hat eben die Staatsanwaltschaft aufgrund eines Facebook-Posts oder eines Memes in Social Media tatsächlich Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollte sich diese Linie auch auf andere Bundesländer und Bezirke erstrecken, dann müssten sich eine ganze Menge Leute ihre Timelines sehr genau anschauen, weil wir dann eine ganze Menge Straftaten haben, die nach 130 StGB auch durchaus empfindlich verfolgt werden könnten. Deshalb könnte man sich umsehen, ob noch mehr Material dieser Art überprüft werden sollte. Die Würzburger Staatsanwaltschaft hatte noch in diesem Jahr zuletzt eine Strafbarkeit abgelehnt. Jetzt ist die Frage, ob sie sich dem Kurs der Generalstaatsanwaltschaft München anschließt. Der behördliche Instanzenweg bzw. die Weisungskette läuft ja eigentlich von Würzburg nach Bamberg, aber dann endet sie im Justizministerium. Jetzt sagt zwar ein Justizminister natürlich, dass er nicht Einfluss nimmt auf die Staatsanwaltschaften, das machen die schon unabhängig voneinander, aber faktisch kann natürlich auch ein Justizministerium Einfluss nehmen. Und wir wissen, dass wir in Bayern einen Justizminister haben, der das Thema Hate Speech sehr ernst nimmt und der tatsächlich auch alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte, die er hat, um Hassrede, Hasskriminalität zu bekämpfen. Das finde ich auch gut so. Bin mal gespannt, ob sich diese Linie in anderen Bezirken in Bayern durchsetzt und ob andere Bundesländer vielleicht dort nachziehen. Kommen wir zu den anderen juristischen Themen. Zunächst mal Update zu dem Thema Moneypool. Bodo Schiffmann hat den Moneypool geschlossen oder er ist mittlerweile abgelaufen, ohne dass er verlängert wurde. Knapp 700.000 Euro sind drin. Jetzt sind zwischendrin mal 550 verloren gegangen, rausgegangen. Das erklärt Herr Schiffmann dadurch, dass Auszahlungen stattfanden, die dann zulasten vom Pool gehen. Jetzt sagen einige, oh, das Geld steht ihm ja persönlich zur Verfügung. Das ist aber nicht neu. Der Moneypool war schon immer Teil des Privatvermögens. Der Moneypool war nie ein Treuhandvermögen, was zum Beispiel vom Zugriff Dritter geschützt war. Derjenige, der zum Beispiel einen vollstreckbaren Titel gegen Herrn Schiffmann hat, könnte in diesen Moneypool rein vollstrecken. Und natürlich wäre Herr Schiffmann auch in der Lage, damit abzuhauen. Hat er aber nicht vor, sagt er zumindest, sondern er sagt, er werde das Geld verteilen. Da gab es in den letzten Tagen ziemlich viele Unstimmigkeiten. Hat man jetzt mit dem Bürgermeister gesprochen? Ist der jetzt ein Mann oder eine Frau? Gibt es den wirklich? Ich glaube, man sollte Herrn Schiffmann ein wenig Zeit lassen, eine Chance geben, nachzuweisen, dass er das Geld tatsächlich in dem Sinne verwertet, wie er es vorgehabt hatte. Es stellt sich natürlich am Schluss die Frage, war das alles eine Täuschung, war die Absicht
war die Absicht von vornherein anders als das, was er später ausgeführt hat. Die meisten Leute hatten sich wahrscheinlich vorgestellt, dass er schneller und unbürokratischer helfen würde. Jetzt stellt sich natürlich heraus, dass die Menschen, die vor Ort sind, eher Hilfe bekommen von den Hilfsorganisationen und den staatlichen Stellen und nicht von Herrn Schiffmann. Das war wahrscheinlich anders geplant. Aber das muss für sich genommen noch keine Straftat sein. Sie kann es aber werden, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich Bedingungen geknüpft werden. Und da ist zum Beispiel eine Frage ganz interessant, ob zum Beispiel die Übergabe von Spendengeldern an Bürgermeister an Bedingungen geknüpft werden kann und ob das rechtlich zulässig ist. Das fragte mich Report Mainz am letzten Freitag und die wollen dazu am nächsten Dienstag, also morgen, eine Sendung machen. Und da ist interessant die Vorschrift des 333 StGB. Vielleicht schauen wir uns den einfach mal an, so ganz spontan. Der 330 StGB sieht nämlich vor, dass die Vorteilsgewährung eine Straftat darstellt und dafür ist es nicht erforderlich, dass, gehen wir hier oben rein, 333 StGB, der Amtsträger dabei eine verbotene Amtshandlung vornimmt. So, 333, da ist er auch schon. So, die Vorteilsgewährung. Wer einem Amtsträger, einem europäischen Amtsträger und so weiter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten, also es muss nicht für sich selbst sein, anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Das ist ein ziemlich knapper Straftatbestand und der typische Anwendungsfall ist, jemand bekommt eine Baugenehmigung und zum besonderen Dank übergibt der Bauherr dem Bürgermeister 3.000 Euro oder 10.000 Euro für den Fußballverein in der Gemeinde. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Baugenehmigung rechtswidrig war, sondern nur, dass eine Erwartung, eine Unrechtsabrede besteht, dass eine Amtshandlung irgendwie in einem Zusammenhang steht damit, dass man Geld bezahlt. Und so ähnlich könnte es hier sein, wenn ein Bodo Schiffmann von einem Bürgermeister eine wie auch immer geartete Amtshandlung verlangt. Verlangt er eine rechtswidrige Amtshandlung, mit der also der Amtsträger seine Pflichten verletzt, dann haben wir Bestechlichkeit und Bestechung. Wenn eine legale, normale, auch ansonsten stattfindende Amtshandlung erwartet wird oder vergütet oder belohnt wird, dann haben wir Vorteilsgewährung. Das ist also etwas, worauf Herr Schiffmann achten sollte, wenn er gerade zuhört, dass er auf gar keinen Fall seine Spendenbereitschaft an irgendeine Bedingung knüpft. Selbst wenn er sagt, das ist doch selbstverständlich, dass Querdenker nicht diskriminiert werden, dann ist das ein Claim, aber es kann durchaus auch als eine Amtshandlung aufgefasst werden. Schauen wir uns einen anderen Aspekt an, der auch am Wochenende akut geworden ist, und zwar von dem Onkologen Dr. Fichtner, der als AfD-Abgeordneter eine Weile im Landtag in Baden-Württemberg war. Der sagte, und ich möchte diesen Text nicht wiedergeben oder einspielen, weil es genau um diese Taten geht, die ich damit dann selbst verwirklichen würde, womöglich. Er sagt also, dass man an Stauffenberg denken sollte und dass die Taten von Stauffenberg, wir erinnern uns, der Hitler-Attentäter, der allerdings mit dem Attentat gescheitert war, dass das auch jetzt fällig werden könnte, notwendig werden könnte. Er drückt sich nebulös aus und er verweist dann am Schluss auf 20 Absatz 4. Er sagt aber vorher auch noch, dass ja klar wäre, welche Personen dabei mögliche Anschlagsziele sein sollten. Und da geht jetzt die Diskussion los, was kann denn das eigentlich juristisch sein? Könnte das zum Beispiel sein, eine Aufforderung zu Straftaten, nehmen wir nochmal das Fenster hier, da gibt es den 30 StGB, der jetzt häufiger genannt wurde, der also sagt, wer einen anderen zu bestimmen, versucht ein Verbrechen zu begehen und so weiter, wird bestraft. Der 30 StGB ist vermutlich nicht gegeben, so wie alle anderen Aufforderungsanstiftungstaten, weil Herr Fichtner nicht eine bestimmte Person anstiften möchte. Er sagt also nicht, hey du, könntest du nicht mal eine Bombe unter den Schreibtisch von Frau Merkel legen? Das tut er nicht. Also hier fehlt es an der Bestimmtheit für die anzustiftende Tat, deswegen wird der 30 eher nicht in Betracht kommen. Über den 91 StGB hatte ich auch schon nachgedacht, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und ebenso über den Aufruhr, Umsturz, ein Unternehmensdelikt, aber auch da ist es jeweils nötig, dass er eine konkrete eigene Handlung dabei in Aussicht stellt. Über den 91 kann man durchaus nachdenken, aber naheliegender ist nach meiner Auffassung eigentlich der 126 und der 130 StGB.
So, das ist ja ziemlich spezielles Strafrecht, nicht das, was man im Jurastudium rauf und runter lernt und auswendig lernt für die Examensklausuren. Der 130a verweist auf den 126, fangen wir also da an. 130a sagt also, wer einen Inhalt, das kann also ein Video sein, der geeignet ist, nehmen wir erstmal das Verb, wer einen Inhalt verbreitet oder öffentlich zugänglich macht, das ist sozusagen das Posten im Internet oder es in eine öffentliche Kamera zu sagen, also die Verbreitungshandlung haben wir wohl durch das Verschicken oder durch das Sprechen in eine Kamera. Jetzt geht es aber darum, was man sagen darf. Das ist das eigentlich Interessante. Und jetzt geht es hier um einen Inhalt, der geeignet ist als Anleitung zu einer im 126 genannten rechtswidrigen Taten. Dann nehme ich einfach mal weg. Mordanschläge sind von diesem Katalog im 126 umfasst. Und jetzt geht es darum, dass diese Mordtat, die da beschrieben wird, geeignet sein soll, die Bereitschaft zu fördern oder zu wecken, eine solche Tat zu begehen. Wenn also Herr Fichtner jetzt sagt, es könnte sein, dass demnächst jemand so etwas tut wie Herr Stauffenberg, ist das bereits geeignet, andere Leute dazu zu ermutigen, so etwas zu tun? Oder war es sogar die Absicht, hat er also in dieser Absicht gehandelt, um diese Bereitschaft zu wecken? Letzteres ist schwerer festzustellen, weil man nicht genau weiß, was er sich gedacht hat. Er wird immer sagen, nein, nein, ich habe nur darauf hingewiesen und gewarnt, dass so etwas passieren könnte, wenn wir nicht bald die Politik ändern. Deshalb haben wir hier dieses objektive Kriterium. Wenn man sagt, es ist ganz egal, was Herr Fichtner gedacht oder beabsichtigt hat, dadurch, dass diese Aufforderung dazu geeignet ist, Menschen zu bestimmen oder die Bereitschaft zu fördern, eine solche Tat zu begehen, dann sind wir in einer Strafbarkeit nach 130a. Und da spielt es durchaus eine Rolle, dass Herr Fichtner am Schluss den 204 Grundgesetz erwähnt. Das Selbsthilferecht, was im Grundgesetz verankert ist, weil dies eine moralische und scheinbar juristische Rechtfertigung darstellt. Und man merkt, dass er durch dieses Argument zwar eigentlich vielleicht das Gewaltelement etwas relativieren will, weil er sagt, ich weiß nicht genau, wie das passieren wird, vielleicht über 204, aber man merkt, dass er gleichzeitig eine solche Straftat, ein Stauffenberg-Attentat in heutigen Zeiten rechtfertigt, weil er meint, es könnte von 204 Grundgesetz gerechtfertigt sein. Und das ist durchaus nach meiner Auffassung geeignet, eine solche Bereitschaft stärker zu fördern. Prüft sicherlich die Staatsanwaltschaft, die verschiedenen Polizeidienststellen haben bereits mitgeteilt, dass sie sich das anschauen. Ich hoffe mal, dass die auch Zugang zu YouTube haben, aber besser noch eigentlich zu den entsprechenden Gesetzen, wo das kommentiert ist. Die brauchen sicherlich nicht die Empfehlungen von einem bayerischen Anwalt, der ihnen das StGB vorliest. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Bis dann.